Hallo Freunde von Villa Warships und herzlich willkommen zu einem Replay eines der wohl hässlichsten Schiffe des gesamten Spiels. Wir kennen sie schon, die britischen Schlachtkreuzer. Nie gebaut, aber im Villa Warships nachempfunden. Nach Projekten der verschiedenen Schlachtkreuzer, die entwickelt worden sind, ich glaube in den 30er Jahren, bis dann entschieden worden ist, nee, wir gehen voll Schlachtschiff und Flugzeugträger, das ist weitaus besser. War es dann schlussendlich auch, aber nichtsdestotrotz, oder was, in die 20er Jahre, ist nicht so tragisch, würde ich mal sagen. In den Kommentaren lesen wir das dann. Rausgekommen sind tatsächlich, wie schon gesagt, relativ hässliche Schiffe, relativ lange Schiffe, aber nichtsdestotrotz Schiffe, die guten Wumms haben, die gerne gefahren werden. Schlachtkreuzer mit nicht so guter Panzerung, dafür aber anderen Qualitäten. Und diese Qualitäten, die werden wir heute vielleicht sehen in der St. Vincent. Gespielt in einer Zweierdivision von Coward und Bendor the Great, Nevsky und die Vincent, St. Vincent natürlich. Da sind wir gespannt. Ist ein normales Gefecht, Land des Feuers, endlich mal ein normales Herrschaftsgefecht und kein Wettrüsten. Wahrscheinlich der Schaden massiv. Ich habe es mir nicht angeschaut, wie viel Schaden bei rumkommt am Ende, aber es ist ein Replay. Dementsprechend können wir davon ausgehen, dass da einiges bei rumkommt. Wir haben 3x3, 457 mm. Für all jene Leute eine kurze Einführung, die das Schiff nicht kennen. Hauptartillerie ist hier der Schlüssel für den Schaden und dann gibt es noch einen Torpedo oder einen Torpedo auf jeder Seite. Aber die Hauptartillerie ist durch das Kaliber dazu in der Lage, mit AP zu overmatchen. Das bedeutet, wir können 30 mm Panzerung, zumindest die Winkel auf und auch die Panzerungsdicke, 30 mm, ignorieren und nur die darunterliegende Panzerung wird für die Winkelabfrage benutzt. Das bedeutet, wir können viele Kreuzer auf dieser Stufe und auch darunter seitlich overmatchen, was zu großem Schaden führen kann. Weil dafür müssen wir das Ding erst treffen. Wir haben nämlich nur ein Sigma von 1.6 bei einer Dispersion von 221 Metern auf 20,5 Kilometer. Und das ist hin und wieder durchaus dispektierlich, ob wir dann überhaupt eine Salve abgeben. Oh, und das Brand-RNG von diesem Conqueror hier. Erste Salve, zwei Brände. Das ist Luxus gewesen. Nun denn, wir sind schnell. 32,5 Knoten Stock. Das bedeutet nochmal 5% dazu. Kommen wir wahrscheinlich auf 34 Schieß mich tot Knoten. Dann haben wir noch einen Speedboost. Da können wir direkt hier unten einblenden. Oh, und der Friedrich der Große macht eine wunderschöne breite Seite um mit 30.000 und 32 Trefferpunkten uns den Anfang dieses Gefechts zu versüßen. Da will man doch mehr. Ich glaube, Bendor sagt sich auch gerade, gibt's da noch was? Hast du noch mal Bock? Ich wäre da. Und da kommt eine Breitseite fahrende Dämonen. Was ist denn heute wieder los? Sind alle Leute aus Breitseitenhausen losgefahren, um in World of Warships eine Runde zu machen? Ich glaube, Breitseitenhausen ist sicher eine Stadt in Amerika. Leider nur eine Granate getroffen, aber die hat es zumindest zur Zitadelle geschafft. Sie hat einmal überdreht, der klassische Gamer-Turm. Vielleicht hat sie sich auch in Position bringen wollen. Das ist für einer Dämonen mit dem Arsch zum Feind vielleicht gar nicht so geil, vor allem hier in dieser Position. Ein Fehler, den man dann hin und wieder macht, ist, dass man es falsch einschätzt, wie weit der Gegner schon vorne ist. Und dann das Positioning, wie zum Beispiel die Nevsky, also Coward, die macht 5 Kilometer zu spät kommt, also zu weit vorne. Dann ist man gerade in der Drehung, wenn man aufgeht und wird dafür bestraft. Lieber einen Ticken früher sich in eine Verteidigungsposition bringen, um dann rückwärts sich zu nähern. Ja, das ist die langwierige, langweilige Variante und manche Gefechte dauern schon nicht so lange, wie dieses Gefecht gerade andauert, aber dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Ja, werdet ihr sagen, was, keine 4 Minuten? Mein kürzestes Gefecht war tatsächlich 3 Minuten und 40 Sekunden. Der Feind hatte keine Punkte mehr. Sind in schneller Abfolge 3-4 Schiffe gestorben, es gab nichts zum Erobern oder niemand hat was erobert, das war's. So schnell kann es sein. Aber dann hat man auch mit dem Game of Thrones keine gute Runde gefahren. Die 2.000, 3.000 Schaden, die wir da mitgenommen hätten, wenn wir nicht diese Breitseiten Friedrich hier bekommen hätten, wären auch nicht der Rede wert. Also in einer Nevsky zum Beispiel oder in einer Des Moines. So, und ihr seht schon, Bendor the Great ist in
Bewegung die ganze Zeit und wir wollten einmal kurz den 8% Motorboost hier highlighten. Wir haben einen Superheal, der uns 41.910 bringt und wir haben Anti-Air, das sind die Goodies. Und den Torpedo mit 29.367 bei 69 Knoten wollte ich euch auch nicht vorenthalten, der ist links und rechts. Da ist dieselbe Des Moines wieder Breitseite. Interessant, anscheinend schafft der Spieler nur gegen ein Schiff zeitgleich anzuwinkeln. Mit ein bisschen Daumen drücken und gutem RNG. Ja, fährt nach vorne und dann ging alles daneben. Wie gesagt, 1.6er Sigma, aber die Des Moines ist auch nach vorne gefahren. Das ist ja. Mittlerweile ist es relativ schwierig geworden, den richtigen Punkt abzupassen, wohin man den feuert. Warum? Früher konnte man davon ausgehen, dass wenn ein Schiff beschossen wird oder das aufgeschaltet wird, versucht es die aktuelle Position zu ändern oder den aktuellen Kurs zu ändern. Das bedeutet, fährt es vorher zurück, fährt es dann nach vorne und dreht ein oder steht es, dann bewegt es sich nach hinten oder nach vorne. So weicht man theoretisch den Geschossen aus, die ja eigentlich auf die letzte Position, die letzte bekannte Position, also wenn das Schiff offen ist, gefeuert werden. So könnte man ein bisschen vorhalten und hat das Schiff getroffen. Heutzutage, mittlerweile, ist es aber so, dass das scheißegal ist. Ein Breitseitenschiff, das bleibt stehen und man feuert dann drauf. Und dann ist die Frage, feuere ich auf die für das Gegnerschiff beschissenste Position, also die, die es jetzt hat, oder gehe ich davon aus, dass die Intelligenz kurz reinkickt und der Mann am Ende meines Rohrs, also der Gegner, den Motor anwirft und 100 Meter nach vorne fährt, um der tödlichsten Salve, die es in diesem Spiel gibt, die Breitseite, zu vermeiden? Und da würde man davon ausgehen, ja. Und wenn man das probiert mit einzurechnen, dann trifft man meistens nichts, weil der harte Ficker einfach immer noch auf derselben Stelle steht, komplett unbeeindruckt vom massiven Breitseitenbeschuss, der natürlich davor und dahinter ins Wasser geht, weil der Gegner sich gedacht hat, Alter, das Schlimmste, was er machen könnte, wäre stehen bleiben. Tja, you are welcome. Es passiert leider häufig. Oder auch ein DD, der rückwärts fahrend offen ist und es nicht realisiert, dass er offen ist und deshalb seinen Kurs nicht ändert. Und man aber da vermutet, dass er seinen Kurs ändert, weil alles andere wäre ja dumm und man daneben feuert. Gut, die Brindisi in der Drehung hier erwischt, das ist relativ eindeutig. Da kann man auch auf diese Distanz kaum mehr ausweichen. Das war auch eine schöne Salve und wir haben schon 84.000, wie gesagt über 100.000 mit der St. Vincent. Das sind immer die guten Ergebnisse, alles darüber ist dann super. Und da kommt die Marceau rein ins Cap und möchte noch ein bisschen feuern, während wir die Brindisi mit einer despektierlichen Salve noch finishen, die letzten 1800. Und ihr seht schon, die Marceau, ein schneller Flitzer, ein Gandede, der seine Kanonen so oft wie möglich einsetzen möchte, auf eine angenehme Distanz, verweilend natürlich, weil je weiter das Ding weg ist, desto schwieriger trifft man es. Ich will nicht sagen, eine Marceau ist, wenn gut gespielt, fast unmöglich zu treffen, aber mit dem Speedboost und andauernden Kurswechsel und Abbremsen ist es wirklich schwierig. Ist auch ein Grund, warum hier die Marceau ignoriert wird, zum Vorteil der Des Moines. Einerseits, weil die Missouri ist hart leidet unter Des Moines und Conqueror-Feuer und weil es ein einfacheres Ziel ist und weil die Des Moines theoretisch sogar gefährlicher ist als eine Marceau, weil sie hat 6 Sekunden Nachladezeit mit 203 mm und Radar dazu und Heal, Dinge, die eine Marceau nicht hat, in viel kleineren Maße, sind natürlich auch nervig, aber mit unserem Superheal können wir das natürlich aushalten. Aber jetzt die Conqueror oder die Marceau beschießen, da würde dann eher meine Wahl auf die Marceau fallen, weil man muss ja auch gierig sein und eine Marceau, wenn man Tausender trifft hier, das ist wie eine Schelle von 5000 für einen Conqueror. Dementsprechend kann man das machen. Leider fährt sie hier aus Reichweite von sich selbst und fährt hinter die Insel. Sie ist jetzt je nachdem, wie sie geskillt ist, kann auch 15 Kilometer sein. Aber da sind wir ja jetzt schon. Die Teamverteilung sagt einiges. Wir werden höchstwahrscheinlich gewinnen, wenn die Schlieffen und die Mecklenburg hinter ihren Inseln hervorkriechen, unterstützt von der Henri, bevor die Wookie verreckt, könnten wir sogar noch A bekommen. Dort ist nur eine Hannover, die schon die Hälfte seines Lebens verloren hat, oder ihres Lebens verloren hat, und eine Yamato. Eine Yamato, die auch nicht weiter nach vorne fährt, wenn wir weiter hinten sitzen. Eine Breitseite in die Conqueror ist natürlich super, die 457 mm mit diesem doch exorbitant einfacher
Groß zu treffen in Zitadelle wäre schön. Leider lenkt sie noch einmal beflissen ein, geht aber dennoch in den Nahkampf. Das Schlimmste, was sie jetzt machen könnte, wäre von sich aus nach links abzudrehen, um quasi hier davon zu fahren, weil dann hätte sie zu ihrer Linken die Insel und könnte nicht höher drehen. Allerdings ist auch die Konfrontation mit einem Schiff, das Torpedos hat, die 30.000 Schaden machen, auch nicht besonders geil. Also beides ist relativ unangenehm. Aber naja, seht ihr, momentan hat sie noch keine Zitadelle gefressen, die man so unterstützt hier, die Vincent. Und auch von der anderen Seite kommt noch ein bisschen Beschuss, sieht aus wie von der Friedrich der Großen. Und jetzt wird es interessant. Die Einzeltorpedos, also ich habe erst einmal was getroffen mit den Dingern. Aber naja, ich denke mal, wenn Bendor jetzt nach rechts eindreht, dann könnte er theoretisch den anderen Torpedo einsetzen, wird auch weniger zeigen vom Beschuss von Friedrich. Und naja, so ist eigentlich relativ gut. Jetzt, ab hier ist sogar die Zitadelle treffbar. Ich glaube, der Torpedo kommt nicht mehr an. Ja gut, er wartet ja absichtlich, dass er noch ankommt. Und sayonara! Oh, schieß! Ja. Hat nicht gereicht, was? Alter Verwalter, das ist natürlich ekelhaft. Aber sollte er trotzdem jetzt sinken, gibt ja noch eine... Nee, halt. Alter. Das hätten die früher geschossen, aber gut, das ist, kann ja trotzdem in die Seite hier gehen, einfach nicht durch Schläge. Uff, da kommt die hintere Salve noch. Oh. Die Zitadelle hat noch schmerzhaft gesessen. Ja, hat auch noch die Dämonen rausgekriegt hier auf der Seite. Das lief tatsächlich ein bisschen semi-optimal, aber gut. Aber gut. Naja. Wir haben ja einen Superheal. 25.000 kommen noch dazu, dann haben wir wieder 45.000, das ist mehr als die Hälfte, damit können wir arbeiten. Allerdings erst in 15 Sekunden. Torpedos der Marceau sind außer Reichweite, hat 9 Kilometer. Die Friedrich der Große ist anderweitig beschäftigt, gerade mit der Batterie. Und da ist schlussendlich auch die Yamato gefallen. Wie schon angekündigt, die Hannover hat es aber geschafft zu fliehen. Wie zum Hering hat sie es geschafft zu fliehen und die Yamato ist... wieder erwarte nach vorne gefahren. Eieiei. Henri get alive. Was schreibt er denn da? Der Chat. Ne? Bei manchen Replays achtet man besser nicht auf den Chat. Bei manchen Replays ist der Chat eine eigene Show. In diesem Spiel muss man Humor haben. Das ist das Allerwichtigste. So, jetzt geht die Hannover in ihre letzte Schlacht gegen die Schliefen, wohl meinend, dass sie einen Vorteil gegen die Schliefen hat, aber naja, wenn sie in Torpedoreichweite kommt, eher weniger. Sie ist auch in unserer Reichweite. Wir werden vielleicht Probleme mit der United States bekommen, könnte ich mir vorstellen. Ich denke zwar nicht, dass sie noch an dieser Position verweilt, aber das Problem ist, alles ist möglich dieser Tage. Und die United States erledigt das, was die Hannover ansonsten machen hätte müssen. 30.000 hat sie weggesoffen von der. Das ist natürlich unangenehm. Also für uns. Und ihr seht schon 5-4 mit einem leichten Hang an Punkten zu unseren Gunsten. Allerdings haben wir ein Cap weniger. Was die Batterie hier noch versucht zu machen, sie bewegt sich hoffentlich in Kürze vorwärts zu B, um... Naja, um etwas zu machen. Kriegen wir den Kill noch? Killsteal! Oh nein, ich meine Kill Secure! So, jetzt geht's zu den Caps. Ja, wir haben noch eine Marceau drin. Bendor lädt jetzt die Hai, wohlwissentlich, dass die Marceau wahrscheinlich das nächste Schiff ist, das aufgeht. Wobei, man könnte ja sagen, es ist relativ umstrittig, oder strittig, weil die Yoshino, ja, die können es auch sein. Aber die Marceau wollte es unbedingt wissen und hat C geholt. Oder will uns torpedieren. Und das war's. Ein Krake mit einer wunderschönen Salve hier. 3 Ausfälle geschossen. Und auch die Marceau rausgeschossen. Kommen die Torpedos noch oder war es ein zu kurzer Augenblick, in dem die Marceau die St. Vincent gesehen hat? Nein, die Torpedos kamen noch raus, aber sie hat auf Weiterfahren gezielt. Warum auch immer. Das kann sie mit der Marceau ist schlecht. Sobald sie offen ist, müsst ihr eigentlich wissen, dass das Schiff hart eindreht, um naja, möglichen Torpedos auszuweichen. Aber was soll man sagen? Ich möchte nicht wieder hier dieses stumpfes Trumpf anführen, aber meine Torpedos treffen selten, weil ich sie immer auf die am bestmöglichsten Ausweichroute der Schiffe setze.
bei Beschuss von anderen Schiffen, wenn ich im DD sitze. Und genau deshalb treffe ich nichts, weil viele einfach stumpf weiterfahren. Ja, wie gesagt, das Motto dieses Replays ist anscheinend, laut meiner Thematik, stumpf ist Trumpf. Wunderbar, jetzt hier eine Yoshino, die eine Mecklenburg engaged. Das sieht man auch nicht häufig. Gut, was soll sie machen? Sie könnte sie ja theoretisch von der Ferne beschießen, was weitaus besser wäre, und Torpedos reinwerfen. Eigentlich muss das Team nur verhindern, dass das rote Team, dass die beiden Punkte eingenommen werden und dabei noch den Feind dezimieren. Jetzt, wenn die Yoshino rausgenommen wird von einer Mecklenburg, frisst die Torpedos? Gott sei Dank nicht. Dann wäre das ja kontraproduktiv. Aber die Yoshino, auch wenn jetzt hier die Mecklenburg gefallen ist, wird ohne Frage verrecken. Eine Ori und eine Patrie ist noch da, um sie zu bekämpfen, und die United States hat einen sehr kurzen Anflugweg. Das sind alles keine guten Voraussetzungen, um das A-Cap zu halten oder um das Gefecht zu gewinnen. 100 Punkte wären gar nicht so viel, ne? Wir haben 4 Minuten 26, noch ein Schiff rausnehmen und die ganze Zeit A und B die cappen. Das wäre der Weg zum Sieg für Team Rot, aber so... Ah, es ist ja zum Kühemelken, wenn ihr das schon lange nicht mehr gehört habt, oder zum Haare raufen, dass wir keine Zitadellen auf eine Breitseite fahrende Yoshino schießen können, die quasi nur aus einer Zitadelle und schlechter Panzerung drumherum besteht. Brutal. Aber gut, die Batterie hat es erledigt, und so kommen wir zu einem, ich will nicht sagen 100% sicheren Sieg, aber alle Anzeichen dafür sagen ja. Also ja, es ist eher ein... Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. So, United States ist das nächste Opfer. Vielleicht kommen wir sogar noch mit der St. Vincent hier mit Bendor auf 200.000. Das wäre auch mal schön. Und ihr seht schon, übrigens ein diskutabler Skill. Ne? Wir sehen hier den Skill... ich weiß gar nicht, wie er heißt auf Deutsch. Ich weiß generell nicht mehr, wie er heißt. Wenn man zu ist, ja, vielleicht wird es uns angezeigt. Strammes Tempo. Plus 10 plus 10% Schiffsgeschwindigkeit, wenn wir nicht offen sind. Wir haben 12,8 Kilometer Aufdeckungsreichweite. Natürlich ist der gesamte Skill obsolet, wenn wir einen Flugzeugträger im Gefecht haben. Wir bewegen uns viel, und ich tippe einfach mal darauf. 50% der Gesamtzeit im Gefecht sind wir offen, weil wir selber schießen. Und wenn wir einen Flugzeugträger haben, dann sind wir zu 75% offen. Andererseits werden wir auch noch gespottet von U-Booten und von Doppelfeuern. I hate it. Und von DDs. Die Frage ist, wie praktikabel ist dann dieser Skill? Er wird dann quasi nur gewählt, um in Position zu fahren. Und da ist die Frage, reichen die 34 Knoten, die man hat, mit Speedboosts, also ohne Speedboost und dann nochmal 8% mit Speedboost, nicht dafür aus? Und benutzt man dann diesen Skill wirklich noch in einem Maße, wo ich sagen würde, ja, es rechtfertigt die dafür ausgegebenen Punkte? Das ist immer eine Frage des Kosten-Nutzens. Ah, mal schauen. So, die United States. Wunderbar. Versteh mich nicht falsch. So etwas gibt es bei einem DD auch, wenn es mich nicht täuscht. Da ist natürlich viel praktischer. Da ist man, je nach DD, ne? Shimakaze, sollte man 90% des Gefechts nicht offen sein. Und die sehr gut gespielte Shimakaze ist nie offen. Außer bei Flugzeugträgern und U-Booten, wo man es sehr schwierig voraussagen kann, wenn man nicht auch... bei Flugzeugträgern geht's, bei U-Booten... Und wir sind auf 242.000. Verstehe mich nicht falsch, Brisk heißt das Ding. Wenn man nicht darüber nachdenkt, dann fällt es einem spontan ein. Er kostet nur 2 Punkte. Also das ist natürlich ein anderer Umstand als wie bei einem DD, der 4 Punkte kostet und dann noch, glaube ich, plus 5% an Nachladezeit der Hauptbatteriegeschütze. Swift in Silence oder irgendein SIS. Swift in Silence müsste es heißen. Und das gibt auch nur plus 8% Speedboost. Es sind natürlich andere Hausnummern, ne, von was es kostet und was es bringt. Aber ihr seht schon, wir haben hier 242.000 mit 5 Kills. Ein Torpedo hat es ja gar getroffen, weil Bender es so wollte. Ansonsten trifft kaum ein Torpedo. Außer bei manchen Leuten, die immer behaupten, sie werfen random Torpedos und dann torpedieren sie DDs aus dem Smoker. Die betreffende Person weiß, wohin
dieses Kommentar hier geht. Wir haben 8 Treffer an Zitadellen, es wurde wenig HE geschossen, aber das braucht es tatsächlich auch nicht bei diesem Schiff. Sehr gute AP, natürlich auch sehr gute HE, wenn einmal ein Schlachtschiff nicht Breitseite zeigt. Mit 3000 Basics eine super Runde und ihr seht schon, 207.000 mit AP-Granaten. Eine Salve auf die Marso, fast 10.000 Schaden gemacht und 1.990 Brände. Ich würde mal tippen, das war die Sekundärartillerie auf die Conqueror. Aber ganz genau kann ich das bei Screenshots leider nicht sagen. Hier seht ihr noch die Endabrechnung und hier seht ihr die eingesetzten Module. Leider ist kein Kapitänskill mit dabei. Es wurde nur die Ökonomie einmal fotografiert. Aber gut, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einsenden, Bendor the Great und Christian in Division. Und Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder in den Streams, dienstags, mittwochs und sonntags. Abends ab 19 Uhr, unter der Woche sonntags ab 15 Uhr. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao.